Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Heute ist die Ladehallenpolterei dran. Eine phänomenale Nachricht, Luigi. Das Paraskop hat den Poltergeist gefunden, der die Uhrzeiger gestohlen hat. Sein Signal unterscheidet sich von jedem anderen Geister. Er muss wirklich uralt sein. Nach einem solchen Exemplar würde sich jeder Geisterforscher die Finger lecken. Und er hat sich eine angemessene neue Behausung ausgesucht. Die Ladehalle im Erdgeschoss. Gib gut auf dich acht, Luigi. Geister werden mit den Jahren immer mächtiger. Und dieser hier ist Jahrhunderte alt. Na gut, dann los mit dir und gib ihm ordentlich eins auf den Zeiger. Du alter Wortwitzmeister. Hihi, Zeiger. Verstehst du, Luigi? Ah, kapierst du? Ach, dann halt nicht. Luigi, du hast einfach keinen Sinn für den Humor. Jetzt geh da rein und riskiere dein Leben für mich. Aber gerne doch, Professor Gitz. Der kann gut lachen. Der muss nie irgendwas Gefährliches machen. Wir sind die Einzigen, die was Gefährliches tun müssen. Beziehungsweise Luigi muss was Gefährliches machen. Wir ja auch nicht mal. Nun denn, wir sind auf jeden Fall wieder in der Lagerhalle. Genau. Lagerhalle und Ladehalle ist natürlich was Unterschiedliches. Also die Ladehalle sollte hier vorne sein. Ist sie auch. Gut, gut. In dem Raum waren wir ja schon mal. Da habe ich mich das letzte Mal nicht ordentlich umgeschaut. Und ich bin davon ausgegangen, dass man hier drüber latschen kann. Beziehungsweise ich bin das letzte Mal davon ausgegangen, dass man hier drüber latschen kann. Kann man aber wahrscheinlich nicht. Ah, natürlich nicht. Da wird man nämlich aufgehalten. Ja, wie kommen wir denn da vorne in den Bereich rein? Oh, Giddy ruft uns an. Ja, der wird uns mit Sicherheit irgendwas dazu erzählen. Prächtig, Luigi. Du hast es in die Ladehalle geschafft. Aber das Signal des Poltergeistes kommt von der anderen Seite. Du musst es irgendwie über diesen Abgrund schaffen. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal rasieren und die Hebebühne in der Lagerhalle verwenden. Wie gemein. Wir müssen uns gar nicht rasieren. Luigi, du bist genau so hübsch, wie du bist. Du brauchst dich nicht für Professor Gitz zu ändern. Also wir sollen einen Fahrstuhl nehmen. Wo ist ein Fahrstuhl? Lagerhalle? Achso, das Ding hier links könnte natürlich ein Fahrstuhl sein. Ja, ja, ja. Gucken wir uns aber erst einmal vielleicht hier vorne noch ein bisschen um. Da vorne ist ein Roboter. Ah, Hilfe! Oh, gut ausgewichen. Ah, Hilfe, lass mich in Ruhe! Oh Gott, oh Gott, oh. Oh. Irgendwie per Zufall dieses Netz hier kaputt gemacht. War jetzt eigentlich nicht unbedingt mein Plan. Aber sehr schön, da haben wir den Safe freigelegt. Ist in dem Safe noch was drin? Tatsächlich, ganz viele Spinnen, Goldspinnen. Boah, es gibt schon wieder ordentlich Asche. Na gut, na gut, na gut. Ist ja schön, dass wir was gefunden haben. Gibt es hier aber irgendwas Sinnvolles? Ach nee, da vorne war das Juwel drin. Das sauge ich jetzt gar nicht ein. Kann ich diese Knubbelchen denn hier nochmal öffnen? Ich schätze mal ja. Dann nimm doch mal einen hier, Luigi. Und ist da was drin? Ja, Gold. Sind hier noch mehr davon? Glaube nicht, ne? Ja, da vorne der grüne, aber... Ansonsten... Nö, es gibt hier keine weiteren Knubbelchen. Ja, dann gehen wir doch mal auf diesen Fahrstuhl drauf. Oder? Moment mal, da vorne liegt noch was. Da vorne... Da ist ein Netz. Ah, da ist ein Netz und da ist noch so eine... Ach, schau mal an. Ah, da oben ist noch so ein Knubbel. Kriege ich den da raus? Oh, kann man den da runterschmeißen vielleicht? Kann ich den hier runterziehen? Nee. In Ordnung. Was ist mit dem hier oben? Ah, den kriegt man. Aha, ein weiterer Knubbel. Den öffnen wir auch mal. Was gibt's denn da? Ja, wahrscheinlich Geld oder ein Juwel, würde ich jetzt mal raten. Also Geld oder ein Juwel? Ja, natürlich gibt's da Geld. Offensichtlich bestand der aus Geld. Was machen wir denn jetzt mit diesem Ding hier? Wie aktiviert man das denn? Ey, was muss man denn hier? Oder muss ich das saugen? Ach, das ist ein... Ach, das ist ein Ventilator. Das habe ich das letzte Mal gar nicht kapiert, als wir hier waren. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der oberen Etage. Ach Mann, das erste Mal, als wir hier waren, hätten wir also auch schon hier lang gehen können. Was ist jetzt mit... Ah! Die Schatztruhe bewegt sich. Bleibst du wohl stehen? Jetzt laufen mir schon die Schätze weg.
Wieso laufen mir jetzt die Schätze weg? Ah, das ist ein Goldgeist. Rein in meinen Beutel. Das ist das Rein in meinen Beutel-Lied. Wonderful. Der hat nochmal ordentlich Asche gegeben. Wie viel mussten wir nochmal sammeln? 20.000, glaube ich. 20.000 mussten wir sammeln, damit wir das nächste Upgrade kriegen. Sollte durchaus möglich sein, zumindest wenn das hier so weitergeht. Den Knubbel hier, den würde ich gerne noch öffnen. Kann ich den da runterschmeißen? Yo. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal runter. Und öffnen erst einmal den Knubbel. Beziehungsweise das Knäuel. Knubbel, Knäuel, alles dasselbe. Wir wissen, was da drin ist. Ah, wahrscheinlich ist da auch nur Geld drin, aber... Ja, wenn wir schon 20.000 sammeln müssen, dann sollten wir vielleicht auch alles mitnehmen, was wir hier so finden. Halte ich jetzt für, ja, doch relativ klug. Also, Knubbelchen. Und Geld, 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 Geld. Natürlich Geld, sogar richtig viel Geld. Jetzt können wir mal wieder nach oben. Schön mit dem Fahrstuhl. Und hier haben wir jetzt zwei verschiedene Türen. Wir können jetzt da vorne reingehen. Da geht's zur Lagerhalle. Ladehalle. Ich gehe aber erstmal mal hier in den Raum rein. Konstruktion. Ach, das ist das Konstruktionsbüro. Ah, so. Und da ist der Knochen. Schön. Sind wir also wieder im Konstruktionsbüro. Jetzt weiß ich auch endlich, wie man... wohin die Tür hier führt. Ein Plakat? Das konnte man jetzt sichtbar machen. Was hat das denn gebracht? Hier ist ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Und jetzt? Ach, hier kann man durch. Das ist ja witzig. Ach, wie cool. Kann ich den Ventilator drehen hier? Ach, damit kommt man in den Raum hier. Ach so. Aha. Das muss man aber auch erstmal rausfinden. Frage ist, ist hier noch ein Geheimnis? Oh. Ja, man kommt gar nicht schnell genug dahin. Ach, man kann von hier vorne aus aber auch saugen. Ja, bringt das irgendwas? Kann man hier noch was finden? Ja gut, ich meine, hier sollten wir jetzt auch nicht sein. Wir sollten ja eigentlich uns gegen Ladehalle bewegen. Nö. Ach, das sieht nicht so wichtig aus. Wir gehen dann doch mal einfach jetzt in die Ladehalle und schauen mal, ob wir da weiterkommen. Dudidudidum. Lagerhalle. Und Ladehalle. Nee, Uhrmacherzimmer. What? Dachte, wir landen direkt in der Ladehalle. Der hat ein Juwel dabei. Der Geist. Was muss ich denn hier machen? Also der Geist schläft mit einem Juwel in den Händen. Hä? Wieso kann ich den ja nicht blitzen? Ehrlicherweise keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ist hier irgendwas Unsichtbares? Ja, da sind Pfeile auf dem Boden. Ein Schrank, cool. In dem Schrank ist einfach nichts drin. Kann ich den... Kann man den Teppich hier weg... Ach, den Teppich kann man wegsaugen. Und nu? Plakate hier von der Wand und so. Ah, was ist denn da auf dem Boden? Ach, damit kann man die Uhr stellen. Moment, der hat an der Seite 9 Uhr eingestellt. Kann man das einfach mal auf 9 Uhr stellen? Tatsächlich, der wacht auf! Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja toll. Ah, da bist du ja. Oh, der ist aber nicht ganz so begeistert von unserer kleinen Aufweckaktion. Dafür haben wir ein Juwel gekriegt. Und der Raum ist sauber. Juhu. I like it. Also ein Juwel. Sonst noch irgendwas? Nö. Ich glaube, ansonsten gibt es hier in dem Raum auch nichts Großartiges zu sehen. Also geht es weiter in die Ladehalle. Jetzt aber wirklich. Oh, Zwischensequenz. Vorsichtig, Luigi. Ah, da ist Gehirnus Bruder. Was ist das hier? Ein Harry Potter Spin-off? Sah auf jeden Fall so aus, als ob der Geist gerade zaubern würde. Da ist er, Luigi! Du, nur irgendwie über diesen Träger drüber. Du musst beide Träger benutzen, hörst du? Hüpfe mit dem Schiebepad hin und her, sobald du im Gleichgewicht bist. Ah.
So eine Geschicklichkeitsgeschichte, das ist ja voll nicht meins. Ich hasse Geschicklichkeitssachen. Ich bin halt einfach nicht geschickt. Ich muss den 3DS hier gerade mal... ich muss den 3DS hier gerade halten. Ich hab den auf dem Schoß liegen. Wieso gilt das denn als nicht gerade? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Auf der anderen Seite angekommen. Mann. Das war jetzt aber hier eine Prüfung. Kann man hier was absaugen? Man kann hier alles absaugen. Vorne ist ein Loch in der Wand. Oh, da kann man sogar durchschauen. Wo gucken wir denn hin? In den Schmelzraum. Irgendwas hat hier gelacht. Höchstwahrscheinlich war es ein Geist. Oben liegt Geld. Boah. Ich würde eigentlich ganz gerne in diesen Schmelzraum auch rein. Frage ist, wie kommt man denn da rein? Ja, die Frage ist hiermit beantwortet. Da oben ist eine Tür. Macht das eigentlich Sinn, hier nochmal auf die Stange zu laufen von der anderen Seite aus? Ach, da kommt man weiter. Ja gut, wisst ihr was? Dann gehen wir erst einmal hier vorne in den Raum rein. Den halte ich jetzt persönlich für wichtiger. Förderhalle. Oh, Zwischensequenz. Was ist denn da los? Buhu! Oh. Süßer kleiner Klops. Da vorne in den Raum ist er reingeflogen. Das war's hier aber auch schon mit dem... Nein, man kann da nicht nach vorne. Wie gemein. Oh, der Boden bewegt sich. Können wir denn hier überall hin? Nee, die Tür ist abgeschlossen. Wie sieht's mit der linken hier aus? Aha, wir können also doch mal in den Schmelzraum. Ja, ist hier der Buhu denn reingeflogen? Ich glaube, hier ist der Buhu reingeflogen. Ha, eine Bombe! Hilfe! Och, nicht schon wieder so eine Bombe. Ich hasse die Bomben. Ich schaff's immer nicht so richtig auszuweichen. Ist hier denn irgendwas Unsichtbares oder so? Da ist ein Helm. Der Pfeil zeigt nach hinten. Also irgendwas muss es hier ja geben, denn... Der Raum ist dunkel. Bisschen Fass und so. Die Maske guckt mir hinterher oder bewegt die sich, weil ich die sauge? Nee, die guckt mir hinterher, die Maske. Ah! Wo ist denn hier der Geist? Irgendwo hat sich ja hier ein Geist versteckt. Ah. Da oben können wir das Geld natürlich noch einsammeln. Ich weiß leider nicht so ganz, wo der Geist sein soll. Was ist hier vorne mit dem Fenster? Ach, das ist ein Laken! Ich kann das Laken aber nicht einsaugen. Was muss man denn hier machen? Der Blitzen hat jetzt auf jeden Fall nichts gebracht. Sehr, 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 sehr mysteriös alles. Ist hier wirklich nichts Unsichtbares oder so? Ah, jetzt hat der Geist sich bewegt. Ah, schau mal einer an. Das war's mit dem Geist. Oh, oh, oh. Jetzt sind die Türen zu. Das ist kein so gutes Zeichen. Ah, da ist schon der Nächste. Hilfe. Rein ins Beutelchen. Du auch schon. Komm schon, greif mich an. Du kannst mich angreifen, wie du willst. Ich leuchte dich jetzt sowieso an, sobald ich die Möglichkeit habe. Jupp, die du. Nee, Stock Eist. Der Raum ist clear. Ja, kann ich denn hier vorne das Laken jetzt absaugen oder nicht? Nee. Gibt's hier echt nichts weiter zu entdecken? Ja, man kann hier durch den Raum durchschauen, auf die andere Seite. Kesselraum. Aha. Das Ventil hat sich hier geöffnet. Das hier hat sich auch geöffnet. Moment, da fehlt das Ventil. Da muss man anscheinend irgendwas sichtbar machen. Ah, ein Grünling. In Ordnung, da müssen wir auf jeden Fall rein. Ja, was hier mit dem Vorhang ist, keine Ahnung. Den kann man irgendwie nicht absaugen. Gehen wir mal hier vorne durch die Tür vielleicht einfach mal durch. Ah, wir können da immer noch nicht hin. Ah, dafür können wir wenigstens hier vorne den Goldbarren einsammeln. Und wahrscheinlich durch die Tür hier durch, richtig? Ja! Lagerhof. Gruselig, gruselig, gruselig. Ist aber echt relativ creepy hier. Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ah,
Ah, da kann man hier Gewichte reinballern. Was hat das jetzt gebracht? Also der Amboss ist da nach oben geflogen und... Ah! Ein roter! Oh, mehrere. Mehrere von der Sorte direkt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Rot, ich will dich rot einsaugen. Ja! Dieser Hauer. Ich habe aber ein bisschen Angst vor den Hauern. Bringt das was, dann noch mehr Gewichte reinzupacken? Ich packe jetzt hier einfach noch ein Gewicht rein. Verändert das irgendwas? Jetzt können wir hier rüberlaufen. Ordentlich Geld einsacken. Ich meine, ich könnte jetzt die Bomben da unten noch anblitzen. Das bringt aber, glaube ich, nichts. Geheimnisse sehe ich jetzt hier soweit auch nicht. Ach doch, ich muss die sogar anblitzen, damit da oben... Ach, damit das da wieder runter geht. Oh, das ist ja cool. Ist auf jeden Fall ein cooles Rätsel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ihr seht schon, die Plattform geht hier nach unten und wir können wieder zurück nach links. Damit sind wir wieder ein Stück weiter hinten. Und jetzt können wir hier vorne in diese Tür vermutlich rein. Korrekt? Ja, im Kesselraum. Hier erkennt man eigentlich fast nichts. Hier ist doch ein verstecktes Ventil. Natürlich ist hier eins. Ja, wir sollten das hier mal zudrehen, damit wir... Hä? Was war denn jetzt los? Da war ein Grünling. Wir sollten das hier mal zudrehen, damit wir wieder was sehen. Ah, sehr gut. Damit dürfte sich der Nebel hier lichten. Korrekt? Nö. Muss man hier noch mehr machen? Doch, der Nebel wird... Nee, wird nicht weniger. Oder muss man das noch weiter zudrehen? Aufdrehen? Gerade wurde es doch weniger. Oder muss man das auf einen bestimmten Wert einstellen? Ach, man muss das auf einen bestimmten Wert einstellen. In Ordnung, jetzt ist der Nebel weg. Und wir können die Tür öffnen. Sehr, sehr cool. Ist hier noch irgendwo was Verstecktes? Nö, dann gehen wir mal hier vorne rein. Hier war doch Grünlinge. Ah, das sind so die beiden. Die komischen kleinen Schelme. Oh, ein Buhu ist hier auch noch. Wer startet denn da schon wieder? Irgendwie habe ich es satt, immer nur der Buhu-Mann zu sein. Was war aber der einfachste Buhu bis jetzt? Den musste man ja wirklich nicht großartig suchen. Na komm, flieg mal zwischen den Wänden hier hin und her. Dudi-dudi-dudi-dum. Den haben wir auf jeden Fall nicht mit einem Satz hier bekommen. Aber direkt kriegen wir die nächste Möglichkeit. Floink gegen die Wände. Zum Glück droppt der auch immer ordentlich Münzen. Das lohnt sich also immer, 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 immer. Und jetzt haben wir ihn im Beutel verstaut. Tschüss, Buhu. Hallo, heller Raum. Ah, sehr schön. Die Frage ist nur, warum sind wir überhaupt hier hingelaufen? Eigentlich wollte ich mir das hier nur angucken. Hat das noch irgendeinen Sinn und Zweck hier? Ja gut, wir werden wahrscheinlich einen Schlüssel am Ende bekommen. Den Schlüssel, den muss man wahrscheinlich irgendwo für benutzen. Irgendwo für... Da wird man selbstverständlich eine Tür mit öffnen können. Ah, eine Goldbombe! Schnell das ganze Gold hier noch einsammeln. Jetzt müssten wir aber wirklich beim Schlüssel sein. Der Schlüssel... Genau, da vorne ist er! Jetzt können wir endlich den Schlüssel einsammeln. Ich habe nur noch gar kein Türchen, wo der reinpasst. Also ich wusste gar nicht, wo wir den überhaupt benutzen könnten. Vielleicht, um zu dem blauen Geist irgendwie hinzukommen? Da vorne ist auf jeden Fall jetzt der Schlüssel. Wie komme ich denn jetzt da hin zurück? Kann ich hier... Ach, man kann da drüber laufen. Okidoki, also wir haben den Schlüssel eingesammelt. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir irgendwie zu dem Poltergeist hinkommen. War da oben gerade was? Zurücklaufen können wir jetzt sowieso nicht mehr. Dann gehen wir mal hier vorne rein und schauen mal, ob wir den blauen Poltergeist irgendwie erwischen können. Oh, wir können gar nicht mehr zurückgehen. Oder muss ich jetzt hier durch die Tür rechts? War das hier die ab... Ach, das war die abgeschlossene Tür. Ach so, dafür haben wir das gesammelt. Jetzt. Na gut. Unaufmerksam wie immer. Jetzt sind wir mal wirklich in der Ladehalle zurück. Und schauen wir doch mal,
ob wir den Kerl jetzt fangen können. Zumindest, wenn wir den fangen, dann sollten wir ja im Besitz der Uhrzeiger sein. Na? Irgendwelche Sachen hier auf dem Boden. Oh, da vorne ist was. Was ist das? Eine Kommode oder so? In so einen Schrank. So eine Art Schrank. Sieht eher so ein bisschen werkbankmäßig aus. Könnte eine Werkbank sein. Zumindest haben wir darüber noch Geld bekommen. Und ja, wir sind beim Poltergeist angekommen. Bei dem Harry Potter Poltergeist. Polkergeist ist auch gut. Poltergeist mit seinem Zauberstäbchen. Ah, das ist so eine Art Zwischenkampf hier, oder was? Aha! Kann ich den einfach so blitzen? Ach, den kann man einfach so blitzen. Oh, 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 oh! Und rote Energieaufladung! Ah, man wird hier zwischendurch auch erschreckt von den kleinen Geistern. Ist natürlich nicht so praktisch. Da ist er ja wieder. Ah! Ich will mich nicht mitdrehen. Hilfe! Boah, überall fliegen hier Bomben raus. Ich will nicht abgebombt werden. Zufälligerweise fliegen die Bomben immer zu mir. Oh, da ist er wieder. Ah, der Kleine. Ich wollte eigentlich den Großen erwischen. Wo ist denn Herr und Meister? Wo ist denn Herr und Meister? Ach, man muss den zuerst schnappen und sich dann nicht erschrecken lassen wahrscheinlich. Ja, das könnte hier im Moment tatsächlich dauern. Aber insgesamt auf jeden Fall ein ganz cooler Fight. Finde ich ganz gut gemacht. Gefällt mir gut. Dudidudidum. Schön im Kreis latschen. Ah! Oh, jetzt kommen hier ganz viele von diesen Viechern. Nein, dich wollte ich nicht. Wo ist denn der Große? Wo ist denn der Große? Wo ist denn der Blaue jetzt hin? Ah, da vorne ist er. Ich hab den schon fast eingesaugt. Oh, der hält aber auch viel aus. Ha. Vielleicht soll ich doch erstmal die Kleinen einsammeln. Ich weiß noch nicht, wo der Blaue immer hingeht. Sieht man das irgendwo dran? Nee, also ich dachte, vielleicht ist das irgendwie... Hängt das mit diesem Schatten hier zusammen? Oder immer da, wo es wackelt? Ah. Ja, es kann einfach sein, dass man den das nächste Mal erst angreifen kann, wenn man wirklich alle Kleinen hier besiegt hat. Nein, da vorne ist er doch! Komm schon, eins, zwei! Nein! Ah, wieso? Ich hab den doch fast gefangen. Rein in den Beutel. Oh, das war's. Wir haben den Poltergeist erwischt und wir kriegen ordentlich Herzchen. Ach, hier kann man dran ziehen. Jetzt kann man die Brücke hier wahrscheinlich runterlassen. Juppdidu. Und da vorne ist der Uhrzeiger. Finde die Uhrzeiger abgeschlossen. Die Uhrzeiger. Eigentlich habe ich ja nur einen. Und Gini ruft an. Das ist ein gutes Zeichen. Hallo. Hallo. Prächtig, Luigi. Du hast das Poltern ausgetrieben. Dem Typen meine ich. Du hast die Zeiger gefunden und obendrein einen famosen neuen Geist gefangen. Ich foxle dich schnell zurück, bevor dieser Rabauke uns noch entschlüpft. Festhalten und nicht wackeln, ja? Okidoki. Sehr schön. Das war's schon mit der Mission. Was heißt schon? Hat relativ lange gedauert. Cool. Hat Spaß gemacht. Wie jede Mission bis jetzt. Also mir hat es bis jetzt durchgehend Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr nice. 20 Minuten haben wir gebraucht, 14 Geister gefangen, verlorene Herzen, 30.419 an Reichtümern, schon wieder ein 3-Sterne-Rang. Ich will ja nicht sagen, aber 3 Sterne schon zum zweiten Mal. Das ist ein guter Schnitt. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt sogar. Freut mich, freut mich, freut mich. Und ja, gucken wir mal, was Giddy uns jetzt noch großartig erzählen wird. Ich hoffe, irgendwas Interessantes. Hallo, wir sind wieder da. Tatatata, schön, dass du wieder da bist, Luigi. Vorzüglich, mein Bester, ganz vorzüglich. Selbst der mächtigste Poltergeist ist dem Schreckwerk 0915 eben nicht gewachsen. Und natürlich auch deiner Kraft und deinem Heldenmut und so weiter. Ja, ja, ja. Hauptsache mit Komplimenten immer schön sparsam sein. Dabei geben wir uns immer so viel Mühe. Also ein Juwel, einen neuen Geist, 9 Buhu und 1400 Jolt. 13.000 haben wir insgesamt von 20.000. Bischke mehr als 13.000.
Hast du die Uhrzeiger? Schock, schwere Not. Das ist ja nur der große Zeiger. Wo ist denn der kleine? Wollte ich doch sagen, wir haben nur einen. Wir haben gar nicht zwei. Nun ja, ein Zeiger ist besser als keiner. Aber wo könnte denn der andere nur sein? Ich muss mir rasch einen Plan zurechtgrübeln, damit wir den kleinen Zeiger bald finden. Du kannst dir so lange ja mal den Ecto-Feinstaub aus den Kleidern klopfen. Bei den Dämpfen wird mir schon ganz schwummerig, Luigi. Mir wird auch ganz schwummerig, denn dieser Ingenieurshof hat so eine tolle Statistik bis jetzt bei uns. Drei, also Goldgeist, Goldgeist. Ja gut, bei der ersten Mission hatten wir nur Silber. Naja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Falls es so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Luigi's Mansion 2. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.